Freuen Sie sich jetzt auf die spektakuläre 10x10 Show nur hier bei Pearl TV. Und jetzt heißt es 10x10 Show, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute sparen Sie richtig viel Geld, oder? 2x5 Euro Show und eine 10x10 Show. Da macht man richtig, richtig viel Schnäppchen. Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen das heute erledigen zu dürfen, dass Sie so das ein oder andere Schnäppchen nach Hause bekommen. Wir haben uns die Produkte schon angeschaut, der liebe Ralf und ich. Und ich muss sagen, da ist wirklich ein buntes Potpourri von ganz, ganz verschiedenen Bereichen. Und da bin ich mir sicher, da ist ganz sicher auch etwas für Sie dabei. Ja, richtig. Und anfangen tun wir heute mit der Küche. Und zwar für meistens mit dem Frühstück, nämlich hier Eier. Wir haben eine Eierkochmaschine und die ist sensationell. Erstens mal belegbar mit 7 Eiern. Und ich würde sagen, wir machen auch mal ein paar gleich rein. Oh ja, Haben wir schon drin, 6. Ja, wir haben 6 Eier da, lassen wir die Mitte frei. Und jetzt machst du einfach... Es wäre möglich mit 7 Eiern. Wäre möglich mit 7 okay. Eiern, da haben wir noch eine 7. Jetzt machst du einfach mit dem Messbecher entsprechend der Eieranzahl Wasser rein. So, und Deckel drauf und jetzt nur noch einschalten. Moment, Deckel ist drauf, einschalten und schon, ja, sehen wir, das Licht brennt. Und ja, jetzt kann es losgehen. Jetzt das Schöne ist, ich kriege jetzt nicht nur, wenn die Eier fertig sind, einen Warnton, sondern die schaltet auch ab. Also die können nicht überkochen oder so. Und ich, je nachdem, wie viel Wasser ich reinmache, das ist aber genauestens beschrieben, dann wird es hart oder mittelweich. Ah, das wollte ich jetzt fragen. Was machen wir denn überhaupt? Machen wir harte, machen wir weiche, also machen wir ganz weiche? Also ich habe jetzt mal so auf mittelmäßig für Leute, die sich nicht entscheiden können. Aber jetzt habe ich hier was gelernt und ich muss sagen, ich bin jetzt 50 Jahre alt, ich kannte dieses Wort nicht. Und zwar pochieren. Pochieren. Hier kann man auch Eier pochieren. Und Gott sei Dank habe ich hier natürlich kochkundige Mitarbeiter, die hier um uns rum sind. Und pochieren ist ganz einfach mit Dampf Eier garen. Also jetzt nicht nur in Schale, sondern auch als Spiegelei oder als Rührei. Und das finde ich schön. Die Möglichkeit haben wir hier auch. Da muss ich einfach nur diesen Pochiereinsatz drauf machen, Deckel drauf, Wasser rein entsprechend und dann ein Spiegelei oder Rührei hier wirklich Kalorien sparen und schonend mit Dampf herstellen. Also das finde ich sensationell. Hier sehen wir natürlich schon die Hitzeentwicklung durch das Anlaufen. Das heißt, hier sehen wir, hier wird gearbeitet und ich weiß nicht, ob es ganz reicht, dass hier in unserer Sendung schon noch ein paar Eichen essen können. Aber ich finde das toll, dass wir sowas, was normalerweise 30, 40 Euro kostet, gerade mal für 10 Wahnsinn. Euro anbieten können. Für einen schlappen Zehner. Das ist der Hammer. Und ich bin auch jemand, und mein Mann genauso, wir lieben es, Frühstückseier zu essen. Gerade diese weich gekochten, oh, die liebe ich abgöttisch. So mit ein bisschen Salz, so ein bisschen Kräuter obendrauf und dann einfach so ein Butterbrot dazu. Maggi und Senf, Geheimrezept. Maggi und Senf? Ja, probier's mal. Mach mal so 2 Tropfen Maggi drauf und so ganz klein Krümelsenf, ja, und dann probier's mal. Okay, das werde ich versuchen. Gibt doch auch Senfeier. Senfeier finde ich gigantisch. Siehst, meine Mama macht die besten Senfeier auf der Welt. Dann wird dir das auch schmecken. Aber hier ist es halt schön, du kannst es genau einstellen, genau so, wie du deine Eier möchtest. Entweder ganz weich oder mittelmäßig oder richtig durchgekocht hart. Und 7 auf einmal. Da läuft, würde ich sagen. Ja, liebe Zuschauer, jetzt überlegen Sie mal, Sie müssen nicht mehr den Topf aufsetzen, das Wasser einfüllen, das Wasser zum Kochen bringen, dann die Eier rein. Hier einfach sofort per Knopfdruck das Ganze starten und dann sind Sie natürlich auch viel schneller fertig. Ne? Also gerade morgens, da ist ja jede Sekunde, jede Minute kostbar. Man möchte frühstücken. Eigentlich möchte man das Frühstück ans Bett gebracht bekommen. Augen auf und gleich frühstücken. Ne? Das wäre das Schönste. Also ich würde dir einen Kaffee ans Bett bringen. Du müsstest ihn dann nur noch malen. Kleiner Scherz. Ist ja nicht ein Gentleman? Ja. Nee, also ich mag Bettfrühstücken gar nicht so. Weißt echt du, warum nicht? Wegen den Krümeln, die da im Bett rum. Kann weil man ich, doch danach krümel, durchsaugen oder die Krümel immer, wegmachen. Ich krümel immer. Aber egal. Oh, also Frühstück ist natürlich... Frühstück. Du wirst sagen, ich frühstücke nur, wenn ich wirklich Zeit habe. Vor der Arbeit frühstücke ich nie. Oh, ich das ist aber ungesund, Herr Jansen. Ich esse einen Apfel, da ist genug drin. Aber Frühstücken ist für mich das Wochenende so richtig ausgegeben. Vielleicht auch mal das ist toll, ja, so richtig schön sich Zeit lassen. Ja. Und da gehören natürlich Eier dazu, egal in welcher Form. Ob als, ja, Spiegelei habe ich jetzt nie zum Frühstück gegessen, aber Rührei wirklich natürlich. Nicht? Nein, Spiegelei oh, mein nicht. Mann liebt Rührei, Spiegelei Rührei oder natürlich dann hartgekochte, beziehungsweise für mich auch so medium gekochte Das kennt Eier. Man auch immer aus richtig guten Hotels, ne, dass da dann angeboten wird, möchten Sie ein hartes Ei, ein weiches Ei, ein Spiegelei oder ein Rührei.
Rührei. Hier hat man ein Gerät, wo man das wirklich alles selbst machen kann. Und das eben rasend schnell, weil es hier per Knopfdruck sofort warm ist. Und Ralf hat es gesagt, Sie müssen nur in dieses Becherchen, das dabei ist, dann einfach die Füllmenge an Wasser einfüllen, die dann angegeben ist für zum Beispiel weichgekochte, hartgekochte Eier oder Spiegelei. Ist klar, da brauchen wir dann gar kein Wasser. Guck mal, siehst du, da ist ja eine Skala drauf. Ja? Da ist es also beschrieben, wie ich das machen muss. Und ich denke mal, ich habe es richtig gemacht. Unsere Eier müssen auch gleich fertig sein. Wir dürfen sie jetzt leider nicht während der Sendung essen, aber ich denke, nach der Sendung können wir das problemlos machen. Ah. Siehst du die Skala? Sehe ich. Also es kommt darauf an, wie viele Eier du reinmachst. Ja, natürlich. Und dann kommt es darauf an, weich, mittel oder ganz hart. Richtig. Also je mehr Wasser du reinmachst, desto länger kocht es natürlich. Klar. Und dementsprechend. Also ich habe jetzt das mittel. Das heißt, ganz oben ist das hart gekocht. Ja, genau. Du hast gesehen, ich habe jetzt mittel reingemacht. Wir hatten es auf hart gekocht. So viel Wasser hatten wir drin. Wir haben noch Wasser drin. Also habe ich auf mittel. Mittel war eine gute mittel Wahl. Sechs Eier. Und jetzt müssten wir auch gleich fertig sein. Und dann schaltet er automatisch aus. Und meine Eier stehen zur Verfügung. Du brauchst sie nur noch abschrecken. Und dann können wir hier wirklich frühstücken. Das ist fantastisch. Liebe Zuschauer, ein 2-in-1 Eierkocher mit Pochiere. Einsatz. 7 Eier bzw. Spiegelei oder Rührei können Sie in diesem Gerät zubereiten. Viel schneller, viel zeitsparender, wie wenn Sie erst da eine Pfanne oder einen Topf aufsetzen müssen, Wasser kochen müssen. Das lobe ich mir doch, wenn ich morgens Zeit spare. Hier, liebe Zuschauer, kriegen Sie es für einen schlappen Zehner. Normalerweise knapp 40 Euro in der 10x10-Show. Jetzt eben für 10 Euro. Wenn Sie gerne campen, wenn Sie gerne unterwegs sind, ist das natürlich auch perfekt. Also nicht nur für zu Hause, gerade wenn man viel unterwegs ist, ist das optimal. Ja, natürlich, weil es geht schnell. Du brauchst nur einfach einstecken. 2 Tropfen Wasser rein, je nach Eier rein und fertig ist es. Bei uns sind sie auch gleich fertig. Das heißt, wir freuen uns nachher auf leckere, mittelhart gekochte Eier. Ja, also genau, das ist sensationell. Lecker, die essen wir nachher. NC 3625 und die 569 ist die Bestellnummer. Ganz schnell anrufen und sich diesen wunderbaren 2-in-1 Eierkocher mal bestellen. Und dann können Sie das auch mal versuchen mit dem Pochieren und uns dann unbedingt Bescheid geben. Das mit dem Pochieren, das ist spannend. Ne? Ja, ich habe es noch nie gemacht, aber vielleicht probiere ich es ja mal aus. Ja, warum nicht? So, jetzt haben wir unser nächstes Produkt. Dankeschön, Diana. Oh. Und das ist mal eine richtig tolle Arbeitslampe, eine Hochleistungstaschenlampe. Also schau mal, wenn ich es jetzt so habe, habe ich eine ganz normale Taschenlampe. Ja. Übrigens mit einer unglaublichen Leuchtkraft, oh, die wow. Ich auch hier in 3 Stufen einstellen kann. Das siehst du. So, jetzt haben wir aber noch viel, viel mehr. So ist es, eine normale, solide Taschenlampe, die ich gut in der Hand habe. Jetzt drücke ich hier aufs Knöpfchen und guck mal, was ich jetzt draus mache. Jetzt habe ich hier aus dem Griff ein Stativ gemacht und jetzt kann ich die Arbeitsleuchte so hinleuchten, wie ich sie brauche. Auch hier sehen wir wieder 1. Stufe, 2. Stufe, 3. Stufe. So, jetzt gibt es bei Taschenlampen so eine Einteilung, die auch die Helligkeit gibt. Und zwar MCD ist die Maßeinheit. Und hier haben wir 10.000 MCD und das wird einfach beschrieben mit super hell. Und das können wir auch dazu sagen, super hell. Und jetzt kannst du eben arbeiten oder auch, was du willst, mit diesem unglaublich stabilen Stativ. Aber jetzt haben wir noch was vielleicht auch wichtig sein könnte. Ich muss es jetzt mal seitlich drehen, dann sehen wir nämlich beides, wenn ich jetzt nochmal drücke. Dann siehst du, jetzt haben wir gleich 2 Effekte. Einmal die Taschenlampe und hier hinten, guck mal. Wow. Ein rotes Blinken. Ich kann jetzt auch nur, jetzt ist die Taschenlampe aus, das ist die 4. Einstellung. Jetzt hast du dieses rote Warnblinken. Und das jetzt vielleicht mal bei einer Panne aufs Autodach. Ja? Genial. Das ist also sensationell. Jetzt nur angenommen, ich gehe jetzt wieder vom Auto aus. Es gibt natürlich auch genügend Anwendungen zu Hause. Aber jetzt nur, du hast das im Handschuhfach und zwar genauso. Ja? Ja. Jetzt hast du deine Hochleistungstaschenlampe, die du jederzeit brauchst. Kannst. Jetzt reden wir mal vom schlimmsten, Reifenpanne im Dunkeln. Oh. Dann stellst du natürlich hier einfach Knopfdruck, dann stellst du die auf und beleuchtest in hellstem Maße. Oder du stellst du auch so auf, dass du was siehst, aber der nachfolgende Verkehr jetzt zusätzlich zu deinem Plan Warnblinklicht noch von diesem roten Geblinke gewarnt wird. Also das ist eine hohe Sicherheitsoption und solche Lampen kosten eben 25, 30, 35 Euro im Normalfall. Und hier haben wir sie heute eben in der 10-Euro-Show für
10 genial. Euro. Genial. Also wirklich genial. Ich kenne viele Taschenlampen, sowas habe ich noch nie gesehen. So vielseitig einstellbar. Schauen Sie mal, hier eine richtig große, robuste Taschenlampe, so wie man Taschenlampen kennt, aber dann in wenigen Handgriffen umgebaut zur fantastischen Standleuchte. Sei es eine Arbeitsleuchte oder auch vielleicht beim Camping, beim Grillabend eine zusätzliche Lichtquelle. Oder eben dann dieses geniale rote Blinklicht hinten für den Notfall. Also gigantisch. Das ist wirklich mal eine Taschenlampe, wo ich sagen würde, super, die muss definitiv in jedes Auto vor richtig, allem. Ich habe sie in der Art noch nie gesehen. Ich denke, mit ähnlichen Mitteln wird es THW oder so arbeiten. Ja, das sind professionelle Taschenlampen, auch mit diesem Stativ. Das ist ja wirklich sensationell. Und wenn du es eben nicht brauchst, hast du jetzt kein Stativ, das im Weg ist, sondern jetzt hast du einfach einen klasse Griff für deine ganz normale Taschenlampe. Also ich finde das sensationell durchdacht. Übrigens können wir hier auch verschiedene Einstellungen machen. Also wir brauchen insgesamt 9 Doppel-A-Batterien. Ja? Mhm. Können wir hier reinmachen, dann haben wir die maximale Helligkeit. Aber das ist so ein Notstrom, im Prinzip. Also ab 3 Batterien funktioniert die Taschenlampe. Ah, ja. Wow. Und dann auch sehr, sehr energiesparsam. Also du kannst hier viele, viele, viele Stunden leuchten. Mit 9 Batterien dann, also sind das mehrere hundert Stunden, die du die Batterie leuchten lassen kannst. Wahnsinn. Aber wenn ich 3 Batterien reinmache, reicht das auch schon? Reicht auch schon, aber um die volle maximale 10.000 MCD zu erreichen, brauchst du natürlich alle 9. Wahnsinn. Liebe Zuschauer, das ist jetzt wirklich meine Taschenlampe, wo ich als Frau sage, genial. Also mit Taschenlampen, klar, so eine normale habe ich auch immer in der Küche eine, an der Garage eine und auch in der Handtasche habe ich immer eine Taschenlampe, gerade weil ich ja auch jeden Abend dann mit dem Hund noch raus muss. Aber so eine Taschenlampe, die habe ich noch nie gesehen also und die begeistert mich jetzt wirklich. Guck mal, hier diese Einstellung hier von verschiedenen Stufen. Du kannst sieht also von wie unten so ein kleiner bis oben. E.T., ne? Jetzt hast du recht. Jetzt habe ich gerade dasselbe gedacht, oder? Von der Gesichtsform ja nach Hause telefonieren. Richtig. Nee, hier müssen wir nicht telefonieren. Aber das ist mal so ein richtig, richtig cooler Pannenhelfer. Aber auch eben, also ich würde ihn ins Auto legen. In den Kofferraum oder zum Beispiel zum Warndreieck dazu. Richtig. Ja, wenn du da mal dran musst, dann weißt du, jetzt habe ich auch die Taschenlampe. Das ist auch ganz, ganz wichtig mit diesem Warndreieck. Also da passieren ja auch immer ganz, ganz viele Sachen. Das muss man ja eigentlich eine weitere Strecke weg vom Auto stellen. Mhm. Warndreieck muss ich aber ganz ehrlich zugeben. Klar, das merkt man schon und da denkt man dann, oh, da ist wahrscheinlich was. Aber wenn man von Weitem ein Blinklicht sieht, dann denkt man immer, oh, Polizei, langsamer fahren. Ja, oder ist was passiert, man kennst weiß. Kennst du das? Oder Baustelle, oder ja, aber genau. Automatisch, wenn man Blinklicht Blinken sieht, macht man langsam. Blinken ist immer ein Alarmsignal, egal in welcher Farbe. Das Warndreieck, das man dann selbst anleuchtet mit den Scheinwerfern, Warndreiecke, vor allem, wenn du auf der Autobahn bist. Viele stellen auf der Autobahn wirklich 200 Meter vorher das Warndreieck auf. Wenn sie fertig sind mit der Panne, fahren sie weg, weil sie zu faul sind, richtig, die 200 Meter ja, wieder zurücklaufen. Auch, dann hast ne? du so alle paar Kilometer hast du wieder mal ein Warndreieck rumstehen. Ja, und dann weißt du, ist was, ist nichts. Also das ist, aber mit Licht und mit Blinklicht warnst du immer. Das finde ich auch. Das finde ich auch. Also das ist ein absolutes Muss, gerade auch wieder zum Thema Sicherheit. Taschenlampen generell ist ein ganz, ganz großer Faktor zum Thema Sicherheit. Also ich finde, jeder sollte eine Taschenlampe immer dabei haben. Und hier ist es natürlich gerade genial, wenn Sie so eine Taschenlampe für 10 Euro ergattern können. NC 3078 und die 569 für unsere Tripods 3-in-1 Taschenlampe in der 10x10 Show für 10 Euro. Das ist natürlich gigantisch, liebe Zuschauer. Da heißt es ganz schnell anrufen und sich dieses Schnäppchen sichern. Ja. So. Das wäre es doch, oder? Für 10 Euro ein Roller? Nee, das haben wir nicht ganz. Aber eins ist ganz wichtig. Dankeschön. Beim Mofa-Fahren, beim Rollerfahren, beim Motorradfahren, für viele, gerade für die Damenwelt, unter Umständen sogar ganz nützlich beim Fahrradfahren. Weil das ist ein Nierengurt und jeder, der schon mal eine Nierenbeckenentzündung hatte, der Blasenentzündung oder ähnliches, der weiß, wie unglaublich unangenehm das ist. Hier haben wir einen Hochleistungs-Nierengurt. Der ist übrigens von 84 bis 97 cm Bauchumfang. Also für dich geeignet, als auch, ich habe 98, ich weiß nicht, so 97, können gerade noch bei mir passen. Aber jetzt schauen wir mal bei dir. Und jetzt haben wir natürlich einen Hochleistungs-Nierengurt und Motorradfreunde wissen schon mal, was so ein Nierengurt im Normalfall kostet. Weit mehr als 10 Euro. Aber jetzt haben wir noch was Besonderes und wenn du mal so stehen bleibst, Gerne. Hier haben wir ein Kabel auf der Seite. Sehen Sie das? Das gehört jetzt nicht zum Mikrofon, sondern hier ist so ein Akku drin, also ein Betriebsteil, auch hier eingesteckt und da sind Batterien drin. Und
Und jetzt kann ich die jederzeit einschalten und dann wird hier, das was wir hier als Struktur sehen, wird jetzt beheizt. Und das heißt, also auch im Winter, den Nierengurt ziehst du ja unter deine Motorradjacke oder ähnliches, ja, hast du jetzt ein kuschelig, warmes, weiches Gefühl. Du kannst ihn so als super schicken Nierengurt jederzeit benutzen, auch im Sommer, klar. Und im Winter, wenn es dann richtig kalt wird, dann machst du einfach mal hier Batterie an und lässt dich hier wärmen. Optimalen Schutz, da steht es nochmal, für ihre Nieren. Und wir sehen den regulären Preis, der ist schon günstig für einen beheizbaren Nierengurt mit 29,90 Euro. Aber hier haben wir eben, hilfst du mir mal? Ja, gerne. Warte mal, wie rum gehört, liebe Zuschauer, das ist wirklich... Das gehört nach innen, oder? Nee, das gehört nach außen. Nee, das gehört also nach außen. Genau. Jetzt schauen wir mal, was haben wir gesagt? 97, gell? Genau. Wenn Sie Rollerfahrer sind oder Motorradfahrer, ist natürlich ein Nierengurt bei dir, auch bei... Bei dir sah er größer aus. Der Nierengurt ist natürlich auch gerade bei Nachtfahrten im Sommer, liebe Zuschauer, sehr, sehr wichtig. Das ist ganz klar. Also gerade jetzt auch im Sommer sollte man sich den schon zulegen. Erst recht, wenn man den für 10 Euro bekommen kann. Und ich muss da mal ganz ehrlich sein. Ich habe ein Riesenproblem mit Blasenentzündungen. Also ich hatte das auch immer wieder. Ja, das gibt es viel bei Frauen. Leider gibt es das oft bei Frauen. Eines der schlimmsten Gefühle, wie ich finde. Und ich habe jahrelang Nierengurte getragen und dann auch gemerkt, oh, da gibt es riesige Unterschiede. Mhm. Gerade so einer, der beheizbar ist, ist wirklich Gold wert. Und wenn Sie den für 10 Euro ergattern können, liebe Zuschauer, nehmen Sie den mit. Also gerade die Nieren wärmen ist extrem wichtig. Und heute Morgen war ich im Supermarkt und da stand schon Halloween-Zeug für den Herbst. Also... Ich würde sagen, der ist gar nicht mehr, es wird gar nicht bald mehr so weit. Wieder ja, kühler, dann brauchen wir das. Jetzt haben wir ja ganz extreme Nachtunterschiede, ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Ja. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen Nächte mit nur 9 Grad, wir hatten Nächte mit 25 Grad. Aber egal, wenn du jetzt mal bei 9 Grad unterwegs bist und so ein bisschen empfindlich bist, dann kann es natürlich schwierig werden. Hier sehen wir einfach kurz rausnehmen, einschalten und jetzt kommt die Beheizbarkeit. Jetzt vielleicht auch wirklich schon an den Winter denken und was natürlich schön ist für so Frostbeulen, das kann ich ja nicht nur anziehen, beim Motorrad oder Radler oder Mofa oder Roller fahren, sondern auch mal bei einem Winterspaziergang mir einfach so ein bisschen warmen Rücken holen. Ja, muss ich wirklich den ganzen Winter durchtragen. Also wenn man da gefährdet ist, dann sowieso. Ich finde aber auch eben auf dem Roller, auf dem Motorrad ist es ein absolutes Muss. Und wir haben jetzt schon kühlere Sommernächte. Deshalb, liebe Zuschauer, nehmen Sie den gleich mit. 10 Euro ist natürlich eine wahnsinnig günstige Möglichkeit, jetzt mal so einen richtig guten Nierengurt auch zu bekommen. Auch der Tragekomfort ist sehr angenehm. Ja. Zwei Doppel-A-Batterien brauchen wir dazu. Also die hat, glaube ich, jeder im Haus. Ist auch sehr energiesparend. Vor allem, ich habe es ja nicht durchgehend an. Nee. Bei Bedarf schalte ich es eben kurz an und habe dann diese kuschelige Wärme. Ja, als wäre ich zu Hause in der heißen Badewanne oder ähnliches. Was auch schön ist, du wirst lachen, ich habe ja so einen Saunagürtel zu Hause. Ja. Der macht ja eigentlich auch nichts anderes. Nur halt vorne am Bauch rum. Aber den benutze ich auch, wenn ich mal Rückenschmerzen habe. Und das kannst du auch einsetzen zu Hause. Weil die Wärme dann natürlich, das ist wie so, es gibt ja die Wärmepflaster, wo du dir hinten an den unteren Rückenbereich, Lendenwirbelbereich drauf machst. Und ich glaube, das würde da auch ganz schön helfen. Das ist helfen. Eine gute Idee. Das ist ein guter Ansatz. Ja, gerade bei Rückenschmerzen, klar, Wärme hilft immer. Also auch hier nicht nur Nierengürtel, liebe Zuschauer. Gerade hier in dem Bereich werden sie natürlich rundum dann schön gewärmt. 10 Euro. Ich kenne mich aus mit Nierengürteln. Ist echt ein Wahnsinnspreis. Ja. Und ich muss sagen, das Material ist sehr, sehr angenehm. Wir sind super hier angenehm. Flexibel von der Größenverstellung. Wie gesagt, 84 bis 97 cm Bauchumfang dürfen Sie haben. Also bei mir ist es so, bei Jana ist es so, aber wir könnten ihn beide tragen. Und das ist richtig. Ja auch wichtig. Und ich muss sagen, ich bin begeistert, vor allem richtig wieder vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber wir sehen, der Katalogpreis, der ist ja auch noch sehr, sehr günstig mit 16,90 Euro. Günstig, da sieht man wieder mal, wie günstig Pearl immer ist. Aber Wahnsinn, der TV-Sonderpreis, der ist halt unschlagbar. Und vor allem, wenn wir so tolle Shows haben, wie die 10x10-Show, dann passiert es eben, dass die Preise noch mal purzeln, unter den TV-Sonderpreis sogar. Deshalb, liebe Zuschauer, nutzen Sie diese Chance jetzt aus. Einen Nierengurt, vielleicht für Sie selbst, vielleicht kennen Sie aber auch jemanden, der auch immer Problemchen hat mit den Nieren, mit der Blase oder eben ein Motorrad, Roller, Mofa oder Fahrradfahrer ist. Wenn man sie jetzt einen bestellt und hat aber ab und zu einen Sozius dabei, an den auch denken, also gleich zwei bestellen. Richtig. NC8943 und die 569 ist hier die Bestellnummer. 10 Euro, der fantastische Preis in unserer 10x10-Show. 10 Artikel, je 10 Euro. Und da hat es
ja, den Nierengürtel wirklich ganz, ganz weit geschafft hier zu purzeln. Aber das ist natürlich wunderbar für Sie, für mich und für Sie, denn dann können wir natürlich profitieren von diesen gigantischen Preisen. Und dann schauen wir mal, was sonst noch so kommt. Das ist mal wieder ein sensationelles Produkt, vor allem für 10 Euro. 10 Euro? Wir haben hier eine Waage. Lass mal kurz weg. Also so sieht man erstmal gar nichts. Hier kommt man kaum gar nicht drauf, dass es eine Waage ist. Das ist eine Glaswaage. Also hier wunderschönes Designobjekt, auch sehr, sehr flach. Jetzt sagen Sie natürlich, Bedienteil fehlt. Ganz klar, weil ich kann das Bedienteil programmieren. Und wenn ich das programmiere oder auslese, dann ist es blöd, wenn ich immer am Boden rumkrapseln muss. Deshalb ist es abnehmbar. Hier haben wir den Sensor. Das setzen wir jetzt einfach mal drauf. Das kannst du machen. Genau, einfach draufsetzen. So, jetzt ist die Waage fertig. Und das ist nicht nur einfach eine Waage, die Gewicht angibt, sondern die misst Körperfett, Körperwasser und auch das Gesamtgewicht natürlich. Und jetzt nicht nur für dich, weil du kannst ja auch Veränderungen hier dokumentieren. Hm. Und du kannst 12 verschiedene Benutzerprofile anlegen. Das ist für eine ganze Fußballmannschaft. Das ist wirklich für eine Fußballmannschaft. Das ist aber genial, denn liebe Zuschauer, vielleicht haben Sie auch eine Waage zu Hause, die eigentlich nur das Gewicht anzeigen kann. Da wird man manchmal ein bisschen veräppelt, gerade auch in der Abnehmphase. Da muss man dann immer drauf gucken, wie sieht es denn aus mit dem Körperfett? Habe ich wirklich noch viel Körperfett oder habe ich vielleicht gerade an Muskeln aufgebaut, weil ich mir eine Vibrationsplatte bestellt habe und angefangen habe zu trainieren? Wie sieht denn der Körperwassergehalt aus? Das sind alles Faktoren, die eben dazu beitragen. Und da muss man dann einfach schauen, wie setzt sich mein Gewicht zusammen und muss ich wirklich abnehmen? Also da wird man auch manchmal dann mit den Kilos so ein bisschen veräppelt, weil Muskelmasse ist natürlich auch sehr schwer, Knochen sowieso. Richtig, und das analysiert ihr alles. Ich versuche es gerade mal ein bisschen einzustellen, ja, weil da gibt es natürlich auf den Einzelnen. Also erstmal, wenn du nicht benutzt, hast du die Uhrzeit. Ja, das ist schon mal was Außergewöhnliches. Und ansonsten machst du es einfach, wie gesagt, 12 Benutzerprofile, du setzt jetzt dein Profil ein, du gibst die Größe ein und dein Alter und alles andere, dann weißt du, aha, jetzt bin ich Benutzer 1, 2, 3, 4, dann gehst du da drauf, stehst auf die Waage und dann hast du auch mal eben diese Körperfett, Körperwasser und das Gewicht, die Analyse dafür. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig und das jetzt aber auch dokumentiert auf Veränderungen. Ja. Und man sieht dann, man ist manchmal vielleicht ein bisschen überrascht, wie viel Wasser man im Körper hat. Das ist bei euch Frauen noch ein bisschen mehr als bei euch Männern, je nach Hormonen dann auch. Man kennt das ja mit Wasser in den Beinen, das haben wir Männer Gott sei Dank weniger, aber hier funktioniert es. So, jetzt hätten wir die Uhrzeit wieder und jetzt einfach hier mit diesem Bedienelement alles einstellen und das ist natürlich genauestens beschriftet und auch hier haben wir ein Funkdisplay. Das heißt also, hier haben wir Verbindung, also auch wenn du das jetzt in der Hand hältst, kannst du draufstehen und siehst trotzdem dein Gewicht. Das ist natürlich auch gut, weil manchmal sieht man auch dann nicht mehr so gut und vielleicht ist dann die Zahl zu weit weg oder man verwackelt ein bisschen. Das hat man ja oft und hier können Sie das eben dann einfach mit nach oben nehmen und dann aber auch mal richtig eben schauen, was ist denn das Gewicht? Körperfett, der Wasseranteil. Da muss man auch ein bisschen drauf achten, gerade beim Abnehmen. Da übertreiben dann wieder viele mit dem Abnehmen und denken, oh, ich habe ja gar nichts abgenommen. Dabei haben sie abgenommen, aber vielleicht schon wieder an Muskelmasse zugenommen. Also bitte da nicht eine normale Waage benutzen, gerade wenn es um Abnahme oder Zunahme geht, sondern darauf achten, dass sie wirklich eine tolle Waage haben, die eben genau diese Sachen auch mit berücksichtigt. Richtig. Und auch wenn man abnehmen, ist da noch ein Tipp, kleinen Tipp aus eigener Erfahrung, nicht täglich wiegen. Ja. Das kann dich demotivieren. Ja, weil du am Tag eigentlich einmal oftmals... Genau. Ich mache das wirklich immer einmal die Woche wird gewogen, nicht öfter. Ja. Weil ganz einfach, du kannst sogar mal, obwohl du die härteste Abnehmbemühungen hast, nimmst du von einem Tag auf den nächsten 300, 400, 500 Gramm zu. Richtig. Ja? Kommt natürlich auch, hängt von verschiedenen Faktoren ab, aber wenn du über eine Woche machst, dann hast du Motivation, weil dann siehst du wirklich, was du diese Woche geschafft hast, was du abgenommen hast. Und das ist hier natürlich auch wichtig. Übrigens, so eine Körperfettanalysewaage, gerade mit 12 Profilen, die kostet im ganz normalen Handel 49,90. Ja. Das locker. Ist so ein ganz regulärer Preis ganz für normal. So eine Waage. Und hier jetzt für 10 Euro, Sie müssen jetzt keine 12 Personen sein, Sie können auch nur 2 oder 3 oder 4 Profile anlegen. Richtig. Das kannst du ja Grenzen, je nachdem, aber bis zu 12 sind möglich. Ich meine, solche Großfamilien haben wir, glaube ich, nicht mehr. Da sehen wir das nochmal, was ich vorhin gesagt habe, mit der Größeneinstellung. Dann das Alter kommt dazu und dann siehst du das. Funkverbindungen haben wir dann mit dem
Display, also die Waage und das Display getrennt. Ansonsten sehen wir, wenn wir nichts eingestellt haben, die Uhrzeit. Fantastisch. Liebe Zuschauer, auch hier wieder ein Riesenschnäppchen. Das ist natürlich in der 10x10-Show so. Deswegen gibt es sie auch nicht so oft, liebe Zuschauer. Da muss man dann dabei sein und gleich bestellen, dass man diese Schnäppchen absahnen kann. Eine ganz, ganz tolle Körperwaage, eben keine normale, sondern eine Diagnosewaage mit einem tollen abnehmbaren Display. Alle Infos, die Sie brauchen zum Abnehmen oder Zunehmen oder einfach Körpergewicht kontrolliert halten, da kann die wirklich alles. Für 10 Euro in der 10x10-Show rufen Sie gleich an und bestellen Sie unter der 0180 51 51 und 3x2 oder ganz bequem auf www.pearl.tv im Internet. NC 38 37 und die 569 ist hier die Bestellnummer, unsere tolle Waage. Und es geht nicht immer nur ums Abnehmen, liebe Zuschauer. Man muss auch einfach mal gucken, wie sieht es denn aus mit meinem Körper? Geht es dem gut? Bin ich in einem guten Gewicht? Gerade auch das Körpergewicht zu halten ist extrem wichtig. Deshalb, liebe Zuschauer, haben Sie so ein bisschen die Kontrolle. Die perfekte Kontrolle haben Sie natürlich mit unserer Diagnosewaage, die es heute für nur 10 Euro gibt, liebe Zuschauer. Deshalb ganz schnell anrufen und bestellen. Aber wir machen weiter in unserer 10x10-Show und wir sind mal wieder so ein bisschen im Straßenverkehr unterwegs. Ne? Richtig, ob mit dem Roller, mit dem Motorrad, mit dem Auto, ganz, ganz egal. Aber hier haben wir ein tolles Helferlein, nämlich eine Warnblinkleuchte. Und wir hatten es vorhin davon, wenn man es irgendwo blinkt, dann sieht man, weiß man als Verkehrsteilnehmer Gefahr. Hier 11,5 Zentimeter und du siehst jetzt einen Blinkmodus, aber wir haben hier 10 Modi drin. Wenn du mal vorne die Taste drückst, kannst du also verschiedene Warnstufen einstellen. Siehst du es in der Mitte? Genau. Siehst du, jetzt blinkt es außen rum, dann geht es mal schneller, mal langsamer. Aber das ist sowas, das kannst du jetzt hinstellen. Du siehst hier diese Noppen. Du kannst es also aufs Autodach. Du kannst es auch hinhängen mit dem Haken. Also einfach so, dass andere Verkehrsteilnehmer gewarnt werden. Ja? Siehst du, jetzt kannst du auch einzeln und dann eben dieses Rundumlicht, also alles möglich hier. Und das ist auch eine Taschenlampe oder eine Warnleuchte. Sowas sieht man oftmals an Baustellen, ja, das ist professionelle Qualität. Aber jetzt hier nicht für 30 Euro, sondern für 10 Euro. In der Mitte haben wir übrigens auch noch eine normale Taschenlampe, die geht auch am anderen Schalter an. Da müssen wir das andere aus. Siehst du, das können wir auch noch machen für die Erleuchtung, sage ich jetzt mal. Es sieht so aus wie ein kleiner Stern, aber jetzt schau mal, wie hell das ist gegen unsere Scheinwerfer. Absolut. Im Dunkeln, wenn du wirklich irgendwo stehst mit einer Autopanne, mit einer Motorrad, mit einer Rollerpanne, dann warnt das den Verkehr. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du den nachfolgenden Verkehr warnst, dass da irgendwas steht. Also überlegen Sie sich das richtig, richtig gut, liebe Zuschauer. Ich finde, das sollte eigentlich ein Muss sein in jedem Auto, zusätzlich zum Warndreieck. Sie kennen das selber, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, gerade auch wenn man schnell unterwegs ist, da passieren schlimme Unfälle und das ist oftmals, weil man eine Unfallstelle, eine noch nicht gesicherte Unfallstelle oder nicht genug gesicherte Unfallstelle nicht sieht, nicht mitbekommt. Deshalb ganz, ganz wichtig, bitte, nicht nur das Warndreieck, sondern auch eine Notfall-Warnblinkleuchte. Wenn da Licht blinkt, dann werden die anderen Autos gewarnt. Ich meine, wie oft passiert es, dass es einen Unfall gibt und dann noch zwei, drei hinterher reinfahren? Es gibt so einen schönen Satz, den habe ich als Kind niemals verstanden, aber da hat mal mein Vater zu mir gesagt, die meisten Verletzten gibt es nach dem Unfall auf der Autobahn. Ja. Und zwar auch auf einer Autobahn, wenn du gerade dann einen Unfall baust, solltest du auch immer nicht nach hinten, doch mit dem Licht irgendwo warnen und dann nach vorne weg und hinter die Leitplanke, weil meistens die schlimmsten Unfälle passieren nicht beim Unfall direkt, sondern durch den nachfolgenden Verkehr. Und wenn der gewarnt ist, kann er rechtzeitig bremsen. Und das ist ein Sicherheitsfaktor, der, wenn es wirklich alle hätten, so eine Warnleuchte, hätten wir viele, viele Leben gerettet. Das glaube ich eben auch. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn man so eine Warnblinkleuchte so günstig haben kann, finde ich, sollte die einfach in jedes Auto. Da gibt es schlimme Geschichten. Ein guter Freund von mir ist auch gestorben auf der Autobahn, weil er überfahren worden ist, wirklich von nach dem Unfall. Ja. Also das sind ganz, ganz schlimme Geschichten und man möchte jetzt nicht sagen, dass es vermieden wird durch eine Warnblinkleuchte, aber Sie können hier zusätzlich eben warnen und helfen und bitte sicherstellen, dass die anderen Autos eben das mitbekommen, dass da gerade was passiert ist. Also das erwartet man ja auch. Ja, 100% Sicherheit wird es nie geben, das Risiko minimieren und das kann ich durch so eine zusätzliche kleine Lampe optimal machen. Ja. Du kannst sie aufhängen, du kannst sie jetzt hier
hier, schau mal, das ist ja auch schön. Auch selbst auf dem Roller, guck mal, da haben wir so ein Gepäckfach, so ein Gepäckkoffer. Das sollte übrigens auch in jedes Fahrzeug. Unbedingt. Aber schau mal, hier kannst du es jetzt auch draufstellen. Du siehst hier in jeder Richtung, richtig, wie du willst. Und jetzt, jetzt würde ich sogar so rum aufstellen, weil du musst nicht sehen. Ja, wenn du nicht siehst, das ist nicht schlimm. Aber der nachfolgende Verkehr muss dich sehen. Das und ist dann auch, am besten das richtig starke Blinklicht. So, jetzt machen wir das starke Blinklicht. Ja, so, richtig, machen wir es rein. Und jetzt wird der ganze Verkehr hier dann auch gewarnt. Und da sehen wir jetzt noch, das würde jetzt hier nichts nützen, aber das hier ist jetzt ein Magnet noch fürs Autodach, richtig, zum Beispiel. Jetzt kannst du es auch so montieren. Und auch das hier wird über hunderte Meter gesehen. Das darf man nicht unterschätzen. Schauen Sie mal, wenn Sie das nächste Mal ein Blinklicht sehen auf der Autobahn. Die anderen Lichter, die ignorierst du schon fast, aber das Blinklicht, das fällt dir sofort ins Auge. Und du weißt sofort, da ist irgendwas, ich muss aufpassen. Da ist man ja auch schon wirklich geschult, dadurch, dass eben die Polizei dann eben so ein Licht hat oder die Feuerwehr oder eben dann Baustellen so signalisiert sind. Da passt man gleich auf, da schaltet das Gehirn irgendwie schneller. Deshalb finde ich, so wie es auch mit diesen Westen ja noch nicht so lange Zeit Pflicht geworden ist, sollte wirklich so eine Warnblinkleuchte auch Pflicht werden. Oder Pflichtbewusste, die das schon wissen, die sollten jetzt definitiv anrufen und bestellen. So eine Warnblinkleuchte muss in jedes Auto. Oder eben, wenn Sie mit dem Roller oder Motorrad unterwegs sind, dann bitte auch dran denken. Ganz, ganz wichtig, auch Roller und Motorräder müssen natürlich geschützt und gesichert werden. Ja, die haben ja alle, auch die Roller und Motorräder haben ja irgendwelche Staufächer, meistens unterm Sattel. Da passt das immer rein. Ja, das ist und ja wenn klein. Dann wirklich irgendetwas mal wäre, dann ist es hier ganz schnell aufgebaut und ich kann eben mich ein bisschen sicherer bewegen, gerade wenn ich auch hier eine Panne habe und am Roller bleiben muss oder am Motorrad oder am Auto nicht weg kann, dann ist es ein hoher Sicherheitsfaktor. Und gerade wenn Autos auch quer stehen zum Beispiel, siehst du ja überhaupt keine Lampen. Ja? Richtig. Die leuchten ja nach links und rechts und da ist das Risiko, die zu spät zu erkennen, besonders hoch. Und dann kann ich das hier eben minimieren, indem ich jetzt diesen kleinen Leuchtkegel oben drauf stelle und damit dann den nachfolgenden Verkehr effektiv und vor allem rechtzeitig warnen kann. Ein absolutes Muss, liebe Zuschauer, mit der NX 3636 und der 569 jetzt in der 10x10 Show für 10 Euro zu ergattern. Bitte gleich bestellen, legen Sie sich das ins Auto im Fall der Fälle, helfen Sie da wirklich dann mit und warnen. Dankeschön. Der nächste Artikel kam hier schon rein von unserer lieben Diana. Und das ist ein Artikel, den ich sehr, sehr gut kenne und den ich sehr, sehr lieben gelernt habe, der aber normalerweise nicht 10 Euro kostet. Das muss man dazu sagen. Nein, der kostet normalerweise mehr, aber ich weiß, dass viele unserer Zuschauer genau auf solche Artikel lauern. Die schauen zu, weil genau auf sowas, auf so kleine technische Innovationen schauen sie. Jetzt, wenn sie denken, ist ein Schlüsselanhänger oder eine Fernbedienung, nein, ist es nicht. Das ist eine Mini-Schlüsselbund-Videokamera mit integriertem Mikrofon. Das hängst du dir an Schlüssel und immer, wenn du willst, kannst du jetzt per Knopfdruck Fotos machen, sehr scharfe oder auch Filme. Genial. Hier vorne, das wird man überhaupt nicht erkennen, da vorne ist so ein ganz kleines Löchchen, das ist die Linse, da sehen wir es, da werden die Aufnahmen gemacht. Also so müssen Sie es halten, hier haben wir verschiedene Knöpfe, damit starte ich entweder Film oder mache Fotos. Und man sieht also auch bei genauem Hinschauen, wenn man es nicht weiß, wird man es nicht erkennen. Hier sind natürlich zwei Dinger, die bei einem Schlüsselbund oder bei einer Fernbedienung nichts zu suchen haben. Das ist einmal, um den Akku aufzuladen. Mit einer Akkulaufzeit, mit einem Akkuladung kann ich eine Stunde komplett durch Videos aufnehmen. Wow. Und übrigens mit einer Powerbank kannst du das dann auch sofort wieder unterwegs wieder aufladen. Mhm. Und da sehen wir noch einen kleinen Schlitz. Da kommt die Speicherkarte rein, eine Micro-SD-Karte bis 32 GB. Und wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich mal ganz unauffällig meinen Schlüsselbund aus der Tasche und mache mal ein Foto. Ja? Zack, oder ein Film. Und jetzt ist es wichtig, jetzt könnte ich mal rein theoretisch auch mal Gespräche unauffällig mitschneiden, um mich später vielleicht dazu zu erinnern. Ich darf das natürlich nicht veröffentlichen, es sei denn, der Gegenüber weiß es. Ja. Aber es gibt auch natürlich tolle Partymomente, wo ich hier mit filmen total kann. Und das ist, glaube ich, das dürfte, glaube ich, auch der Haupteinsatzpunkt sein. Oder Beweisaufnahmen für den Ehemann, ne? Was er so versprochen hat und nicht eingehalten hat. Für die Ehefrau meinst du? Nee, für den Ehemann meine ich.
Du meinst in zwischenmenschlichen Gesprächen, wenn der Mann sagt, ich für dich mache ich alles. Ja, oder so, Schatz, morgen, wirklich morgen, morgen mache ich die Wäsche. Ich versprich's dir, morgen. Und dann fragst du nach und dann sagt er, was, habe ich nie gesagt. Du, wenn ein Mann sagt, er macht es, dann macht das auch. Dann brauchst du nicht alle, sechs Monate nachfragen. Ja? Also er macht es irgendwann, ganz sicher. Oder, meine Herren, wir machen es immer irgendwann. Aber nee, ich finde das toll, auch gerade bei Partys. Jetzt machst du eine Grillparty oder ein Geburtstagsfest oder eine Hochzeit ist. Du kennst das ja. Und sobald eine Kamera im Spiel ist, fangen die Leute an, Grimassen zu machen. Ja? In die Kamera. Siehst du jetzt auch wieder. Wirst du bei Olympia sehen. Jetzt läuft ja dann Olympia, wenn die Kamera durchläuft, die Leute gucken alle normal. Plötzlich merken sie, oh, da ist eine Kamera. Und dann flippen sie aus. Dann wird gewunken. Dann wird die ganze Verwandtschaft auf der ganzen Welt wird gegrüßt. Dann wird der Nachbar noch so angestuft. Ja, solche Bilder gibt es dann halt. Die haben nichts mit Schnappschüssen oder mit wirklichen Aufnahmen zu tun. Jetzt nimmst du das aber mit bis auf der Party unterwegs und filmst sie einfach mal. Kriegst den Ton noch mit und du kriegst realistische, ungestellte Aufnahmen. Schnappschüsse oder Videos. Also ich wurde jetzt auch schon öfters heimlich gefilmt. Wurdest du? Von meinen Freunden. In welchem Zimmer? Wir bei einer Grillparty, okay, Ralf. Okay. An was denkst du denn gleich wieder? Mehr wollte ich gar nicht wissen. Wir grillen wahnsinnig gerne und wir holen dann immer die Gitarre raus und ich singe ja auch wahnsinnig gerne. Mag da aber nicht so gerne gefilmt werden. Kann man dabei den Ton hier auch abstellen? Ich muss dich kurz unterbrechen. Ja? Wurdest du auch gefilmt, als dein Mann dich raus auf den Balkon gesperrt hat? Nee, da wurde ich nicht Schade, gefilmt. Schade, die Aufnahme hätte ich gern gesehen. Ja, aber jetzt, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Das war ein Höhepunkt für Ralf. Ne? Mhm. Während der EM wurde ich mal ausgesperrt. Mein Mann ist Ukrainer und da hat die Ukraine verloren und Deutschland gewonnen. Das fand er nicht so schön. Du hast dich zu arg gefreut. Ja, da wurde ich kurz ausgesperrt. Nee, das haben wir leider nicht auf Videokamera. Aber siehst du, hätte ich es an meinem Schlüsselbund gehabt, hätte ich sofort da mal aktivieren können und filmen können. Aber es ist toll. Hier sehen wir Aufnahmen von dieser kleinen Kamera. Da sehen wir auch mal wirklich die Qualität, die ich hier mache. Hier wissen die Jungs natürlich, dass sie gefilmt werden. Dementsprechend haben sie auch reingewunken. Siehst du, ist passiert. Ich wusste das nicht. Da ja, ihr wusst es nicht, aber ihr seid ja sowieso vor der Kamera. Ich hoffe, du winkst normalerweise nicht in die Kamera. Doch, aber jetzt warte, lass mal Party, irgendein Party-Event oder irgendwas. Ja, oder du triffst gerade mal einen Promi und hast. Ja, dann nimmst du den Schlüsselbund raus und klick-klack, hast du fotografiert. Schau mal, hier vor der Live-Sendung wurde ich gefilmt, habe ich nicht mitbekommen. Tja. Siehst du mal. Aber genial. Also man sieht ja auch hier, was für eine tolle Qualität diese Bilder haben. Ne? Das wurde mit dieser Schlüsselbundkamera aufgenommen. Und da können Sie einfach mal ganz, ganz lustige Aufnahmen machen. Also bei uns gerade die Grillfeste, die sind immer so ausgelassen und lustig. Und sobald dann aber ein Smartphone hochgehoben wird, hören alle auf, keiner ist mehr lustig. Ja. So ist das. Deshalb, liebe Zuschauer, hier können Sie wirklich mal Aufnahmen machen, die super, super lustig und versteckt gemacht werden, denn keiner wird jemals in einem Schlüsselbund, in einem Fernbedienungslook nach einer Kamera suchen. Weißt du was, das wiegt gerade mal 14 Gramm. Da Wahnsinn, denkt oder? Gar keiner dran, dass man mit sowas Kleinem heutzutage filmen kann. Und am kann. Schlüsselbund fragt ja auch keiner nach. Was hast denn du da? Das ist ganz normal. Das ist richtig. Übrigens, Konzerte sagen ja oftmals, du darfst nicht filmen. Ja? Und jetzt willst du doch deinen Lieblingsstar mitschneiden. Dann machst du das einfach aus der Hüfte raus mit der Minikamera. Das geht auch für 10 Euro. PX8136 und die 569. 10 Euro für eine Videokamera in einem Mini-Schlüsselbund-Fernbedienungen-Look. Gigantisch. Integrierte Kamera ist übrigens auch, Lautsprecher und Mikrofon sind auch dabei. Mikrofon ist dabei. Gottes Lautsprecher Willen. Nicht, nee, Lautsprecher abspielen nicht, Mikrofon meine ich natürlich. Aber jetzt, jetzt kommt genau das Richtige für jetzt mich. Jetzt kommt das Richtige, und jetzt bin oder? Ich komplett überrascht, weil Warum? Ich weiß, dass solche Isolierkannen, solche Thermokannen in dieser Größe kosten unglaublich viel Geld normalerweise. Und hier haben wir eine mit Pumpfunktion. Und da müssen wir halt mal, ich glaube, wir müssen was drunter stellen. Schauen wir mal. Oh, guck mal, wir werden verwöhnt. Ist das jetzt auch Kaffee? Also wenn es Kaffee ist, ist es sehr dünn. Ist ein Tee. Aber guck mal, wie der noch qualmt. Guck mal, wie der noch qualmt. Und dann, was ist das für Tee? Das ist Tee, ja. Also Tee? Hier 1,9 Liter Fassungsvermögen. Und jeder, der so eine Thermoskanne zu Hause hat, weiß, dass er weit mehr bezahlt hat als 10 Euro. Hier, Edelstahl, dann diese Pumptechnik, 1,9 Liter Volumen. Ich hätte jetzt Kaffee reingemacht, aber natürlich auch für Tee. Praktischer Tragegriff auch noch dran. Und das für 10 Euro. Das ist für mich jetzt also wirklich wieder so ein unglaublich sensationeller Preis, weil das ich weiß, was diese Dinger im Einzelhandel kosten. Also das weiß ich auch. Und liebe Zuschauer, Sie bestimmen
bestimmt auch. Pass auf, es ist heiß, richtig heiß. Ich habe mir gerade ein bisschen die Zunge verbrannt. Das ist gigantisch, denn gerade Thermokannen sind super, super, ob Sie es glauben oder nicht, auch im Sommer. Denn natürlich halten die auch sehr lange kühl. Richtig. Und ich finde das gigantisch, gerade auch im Sommer das zu benutzen. Man kann natürlich zum Beispiel jetzt im Sommer so eine richtig leckere Limonade oder was ich sehr gerne mache, einen selbstgemachten kalten Eistee und dann Eiswürfel rein und dann eben in dieser Thermokanne, in dieser Isolierkanne, das für viele, viele Stunden kalt halten. Also die kühlt bis zu 24 Stunden ja, kalt. Oder wärmt oder hält warm. Wärmt bis zu 12 Stunden. Ja. Und Wahnsinn. Jetzt aber ganz, ganz wichtig, die Füllmenge. Ja. Ich weiß noch, also früher, als ich als Jugendlicher Fußball gespielt habe, dann kamen die Mütter immer mit so ganzen Körben voll kleiner Thermoskannen und haben da Tee verabreicht, uns Jungs. Ja. Bier gab es dann erst ab der A-Jugend, aber den Tee. Ja, und dann hast du jede Menge Thermoskannen dabei gehabt. Und für die Eltern wieder noch Kaffee. Ja, das waren auch noch so kleine Dinger. Aber so mit 1,9 Liter. Da hast du ja mal richtig was. Also das ist 0,2 Liter, schätze ich mal. Das heißt, 10 so Tassen kriegst du raus. Richtig. Und das aus hochwertigem Edelstahl. Also ich hätte jetzt 30, 40 Euro spontan gesagt. Das ist noch günstig. Also ich glaube 30, 40 Euro für eine 1,9 Liter Edelstahl-Isolierkanne. Mit noch diesem Pumpmechanismus. Ne? Es gibt ja auch so große, die man dann einfach aufschrauben muss. Genau, wo du aufschrauben und rausschütten. Aber das ist jetzt halt schon Profi-Qualität, dass man hier einfach nur pumpen muss und hier dann alles rausbekommt. Zum letzten Tropfen. Das ist wirklich toll. Richtig. Ärgerlich, wenn dann 1,9. Also es wird meine Tagesration Kaffee wäre gerade drin. Das stimmt, oder? Für dich wird es gerade reichen. Ah, nicht ganz, nicht ganz. Also so ein Liter trinke ich, glaube ich, am Tag. So. Ja, unser Ralf, der trinkt sehr gerne Kaffee, aber wenn das nicht schon genug wäre, ganz schwarzen Kaffee. Ohne Zucker, ohne Milch. Ja, Chuck Norris trinken sogar ohne Wasser. Ohne Wasser. Nee, bei mir muss es dann der Milchkaffee sein, aber auch das ist hier kein Problem. Lecker Milchkaffee vorbereitet oder im Winter einen leckeren Glühwein. Stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das ist auch so schön, ein bisschen Nelke rein und so. Und im Sommer, bleiben wir aber beim Sommer, wir haben da draußen 30 Grad. Machen Sie einen richtig tollen, frischen Eistee. Richtig toller grüner Tee. Ganz normal ziehen lassen und dann päppeln Sie den auf. Dann machen Sie richtig schön frische Früchte rein, dann machen Sie Eiswürfel rein und dann kann dieser Eistee hier drin gekühlt werden. Bis zu 24 Stunden bleibt er hier drin. Jetzt, wo du Tee sagst, also ich finde Tee prinzipiell auch gut, gerade beim Skifahren, wenn du so noch einen Jäger dazu machst. Ja, wenn du noch einen Jäger dazu machst, 1,9 Liter, dann kannst du hoch mal. Was kriegen denn die Zuschauer bei dir jetzt für einen Eindruck? Bist du ein Säufer oder was? Nein, Skifahren. Nee, Skifahren tue ich auch nicht, aber so Après-Ski ist immer ganz, ganz interessant. Und ich habe das mal. Ich hab das und dann ja nur nimmt mal der gehört. Ralf seine Isolierkanne mit seinem Skifahren und dann ist alles irgendwann. Ja, am Anfang noch nicht. Jedem das seine, ne? Das ist ja egal. Für viele, viele Situationen, wie auch immer man sie einsetzen möchte, ist die perfekt geeignet. Riesig, 1,9 Liter passen rein. Dieser tolle Pumpmechanismus ist dabei. Man kann es toll mitnehmen, weil sie hier oben einen Griff hat. Alles bleibt richtig schön heiß für 12 Stunden oder kühlt und bis zu 24 Stunden. Und es ist Markenqualität. Rosenstein und Söhne. Edelstahl steht natürlich drauf. Beste Qualität. 1,9 Liter. 10 Euro Anruf. Und was die Frauen noch wissen müssen. Die Frauen. Ganz, ganz leicht zum Reinigen, weil man hier eine riesige Öffnung hat. Ne? Schön. Aber jetzt muss ich sagen, weil du sagst, die Frauen. Putzt du bei dir? Muss dein Mann nichts tun? Doch, da muss schon auch ach, manchmal schade, was tun. Ach schade, sonst hätte ich jetzt gesagt, heirate mich. Aber ist ja eh zu spät. Nein, also ich putze selber. Will ich dir jetzt mal sagen, das, ich das putze selber. Also du kannst sehr doch auch mir sagen, als Mann, nicht nur den Frauen. Also, Ralf, an dich, die kann man auch super reinigen. Dankeschön, danke für den Hinweis, das finde ich jetzt das klasse. Das ist leider schon immer noch so, dass die Frauen ein bisschen mehr im Haushalt machen als die Männer, ne? Du, es gibt so einen ist Satz, der so, heißt, Diana, wie man oder? Sie zieht, so hat man sie. Das stimmt, ja. Ich verwöhne sehr gerne, das ist mein Problem. So, es geht weiter, liebe Zuschauer, ich verwöhne Sie nämlich jetzt auch mit einem 4-Port-Wandteil. Das ist natürlich genial, das ist etwas, was eigentlich jeder haben muss. Heutzutage hat alles einen USB-Anschluss, wir haben hier schon mal ein paar Dinge liegen, klar, Smartphones, gar keine Frage. Und natürlich auch Powerbanks. Weißt du,
Navigationssysteme. Es gibt ja heutzutage in jeder Wohnung ausreichend Steckdosen. Ja? Die sind so geplant, es gibt ausreichend Steckdosen. Aber das Komische ist, es gibt immer eine Steckdose, die Lieblingssteckdose. Da will die ganze Familie ihr Smartphone reinstecken. Warum ist das so? Ganz einfach, weil die am meisten zu erreichen ist. Das ist entweder im Flur, direkt an der Kommode oder in der Küche vor der Arbeitsplatte. Ja. Da sind die Plätze. So, jetzt ist das schon belegt, dann kommt der Annächste von der Familie, zieht den Stecker und macht seins rein. Ja. Jetzt machst du genau in diese eine Lieblingssteckdose der Nation, machst du dieses Teil rein. Also dann hast du alle deine Probleme und gelöst. Und dann können alle anderen auch ihre Smartphones hier aufladen mit einer Gesamtkapazität von 4,2 Ampere. Das ist also richtig viel. Da, also normales Smartphone, 1 Ampere. Dann haben wir die Apples und die Tablets mit teilweise 2,1 Ampere. Aber so kannst du eben parallel laden. Jetzt vier Geräte. Wir laden jetzt alles. Wir laden jetzt alles gleichzeitig. Pass auf. Musst du nur noch eine Steckdose haben? Ja, die habe ich. Ich habe eine versteckte Steckdose. Aber du darfst mir das Wandnetzteil geben. Ja, gerne. Schau mal, dann kannst du ein bisschen erklären und ich tue hier mal alle gleichzeitig einstecken. Du brauchst eigentlich, das ist ja auch schön an so einem Wandnetzteil, du brauchst überhaupt nichts erklären. Rein in die Steckdose, Strom raus. Und was ist mit diesen verschiedenen Bezeichnungen? Du brauchst auch keinen Adapter mehr. Nein, du kannst also nicht überladen, da ist ein Überladungsschutz drin. Das zeigt dir nur einfach, was hier an Ampere möglich ist und 21 Watt maximale Ausgangsleistung. Also vier Smartphones kannst du gleichzeitig laden. Bei vier Tablets könnte ein bisschen länger gehen, ja, weil das schafft er nicht ganz. Aber zwei, drei, vier Smartphones gleichzeitig, überhaupt kein Problem. Und jetzt ist da eben diese Streitereien um die eine Lieblingssteckdose. Das ist eben jetzt Schnee Wahnsinn. Von gestern. Schau mal, alles dran. Vier Smartphones bzw. drei Smartphones und ein Telefon gleichzeitig geladen. Nie wieder das Problem oder das Ärgernis. Wir bräuchten übrigens auch genau dieses Teil für unsere Garderobe. Ja, nimm's mit, 10 Euro. Ja. Was für die Garderobe? Ja. Hast du so viele Smartphones? Vivian hat ein Smartphone, Kathi hat ein Smartphone, Diana hat ein Smartphone, unsere Visagistin Naila hat ein Smartphone und ich habe ein Smartphone. Wir bräuchten eigentlich mindestens zwei, ja. Hm. Wir ärgern uns immer, wenn dann jemand kommt und das aussteckt und seins einsteckt. Ne? Weil dann ist schon wieder der Zickenkrieg vorprogrammiert. Das ist ja nicht nur in der Familie so, das ist auch oftmals an Arbeitsplätzen so, die Lieblingssteckdose, ja, wo es überall gibt. Oder auch wenn du jetzt mal ganz blöd, wenn du Single bist, ich habe ja auch ein Tablet, was ich ab und zu anstecken muss. Ich habe so einen kleinen Modellhubschrauber, der muss auch, der geht bei mir an selbe Kabel. Ja. Ich habe natürlich auch mein Smartphone. Richtig. Und jetzt lass mal passieren, dass alles drei gleichzeitig leer ist, dann hänge ich alles drei hier an. Also auch nicht nur für Familien, sondern auch für Single oder natürlich auch zwei Personenhaushalte. Klar, weil heutzutage hat man alles über USB. Also wirklich alle technischen Geräte sind ja heutzutage über USB-Port. Und da braucht man sowas und Sie kennen das. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, es gibt keine Familie, die nicht dieses Problem hat mit dem Ausstecken und Einstecken und wer steckt jetzt sein Handy? Wer hat mein Handy ausgesteckt? Richtig, ja, oder? Die Frage. Das ist so ein Satz, den kennt jede Familie. Wer hat mein Handy ausgesteckt? Und bei uns in der Garderobe ist das eben auch so. Dann kommt man aus der Sendung und das Handy ist draußen und das andere steckt drin und dann denkst du, wer war das? Welches Handy steckt da jetzt drin? Also wir nehmen das mit in die Garderobe. Das ist jetzt die Lösung. In der 10-Euro-Show teilen wir das durch 5. Zahlt jeder 2 Euro, schau mal. Und dann haben wir es schon. Perfekt. Eben, und jeder kann laden. Ja, 4 von 5 können laden. Dann müsst ihr ausprobieren. Ja, wir tauschen. Aber ich denke, dass alle 4 gleichzeitig oder alle 5 gleichzeitig leer gehen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Wir sind Frauen, ne? Okay. Da gehe ich jetzt auch liebe nicht näher Zuschauer, drauf ein. Wenn es Ihnen genauso geht, dann bestellen Sie jetzt für nur 10 Euro ein 4-Port-Power-USB-Wandnetzteil mit eben diesen fantastischen Möglichkeiten, 4 Geräte gleichzeitig zu laden. Hat einen Schutz vor Überladung, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung. Ganz klar, das ist ein Markenprodukt mit der PX8439 und der 569. Jetzt zu bestellen. 10 Euro in unserer 10x10 Show. Das sind wirklich heute Produkte, die begeistern. Ne? Eins übertrifft das nächste. Oh, danke schön. Ich liebe sie. Ich liebe sie auch. Aber 10 Euro?
Ich habe mehr bezahlt. Ja, das sind vier Stück, vier Solarleuchten. Mhm. Und zwar hier, ich würde sagen, so im leicht asiatischen Stil. Und was ich hier sensationell finde, ist diese Kerzen, die wir hier drin haben. Die sehen echt aus. Aber hier brennen natürlich keine Kerzen. Ich muss keinen Wachs anzünden oder keinen Docht anzünden, sondern hier oben haben wir bei allen vier ein Solarpanel. Und wenn ich das rausstelle, nicht mal direkt ins Sonnenlicht oder auch hänge, wir haben ja auch Hängevorrichtungen, dann laden die sich über Nacht auf. Dämmerungssensor mit drin, das heißt, sobald es dunkel wird, schalten die ein und dann sieht es so aus, als würde eine Kerze im Wind flackern. Ja? Da musst Wunderschön. Du, ja, und das ist schön im Viererset, das ist wichtig, dieses Solarleuchten. Und also ich finde es wirklich toll. Und wenn man das mal jetzt im Studio, wird es gar nicht so, wird's gar nicht so rüberkommen. Aber wenn man das mal im Dunkeln sieht, wie toll die funkeln, wie toll die leuchten und vor allem wie lange durch dieses Solarpanel hier Energie gezogen wird bzw. gespeichert, das brennt die halbe Nacht. Ich freue mich immer, wenn ich Geld sparen kann, aber das finde ich jetzt schon ein bisschen unverschämt. Eine Asia-Laterne mit LED-Technik und Solarbetrieb für 2,50 Euro rauszuhauen, das ist wirklich ein bisschen übertrieben, oder? 2,50 für eine Lampe. Ja, da kann man doch nur dankbar sein. Sofort anrufen und sagen, jawohl, ja, 2,50, wow, mehr zahle ich so nicht. Und jetzt kannst du sie überall aufhängen. Zum Beispiel auch, wenn du so eine Terrasse hast, ja, hängst du sie in Büsche rein. Oder du hast mal überdacht, dann kannst du das reinhängen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wir sehen das also hier auch. Wenn wir mal genau hinschauen, ja, Jana hat wieder ihre dekorativen Moment. Und wir sehen, dieser Dämmerungssensor, der funktioniert hier. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt, wie das Licht brennt. Jetzt ist es aus, jetzt ist es an. Da sehen Sie es. Das ist der Dämmerungssensor. Und das ist eben so sensationell. Oh. Darfst du das auch noch aufhängen? Ich liebe die. Ja. Wir haben einen ganz, ganz großen Kirschbaum bei uns im Garten. Und da habe ich auch zwei Sets gekauft. Nicht für 10 Euro allerdings. Die waren bei mir teurer. Und habe jetzt zwei Sets im Kirschbaum. Ihr habt einen Kirschbaum? Ja. Weißt du, warum Elefanten rote Augen haben? Warum? Damit sie sich besser im Kirschbaum verstecken können. Hast du schon mal bei dir im Kirschbaum einen Elefant gesehen? Noch nie. Da siehst du, wie gut die sich verstecken. Okay, musste es sein. Der musste jetzt sein mit dem Kirschbaum. Aber egal wo, du kannst es auch einfach hinstellen irgendwo. Ja, es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Aber gerade das Aufhängen, Ralf, gerade das Aufhängen, das hat so einen Asia-Look, diese Laternen. Und glaub mir, wenn du draußen sitzt bei einem wunderschönen Grillabend und du guckst in den Baum und du siehst in dem Baum diese Laternen und dieses Leuchten und du hast keine Brandgefahr, weil es ja kein Feuer Richtig. Ist, sondern einfach nur wunderschönes Licht, um das du dich nie kümmern Eins musst. Eins müssen wir jetzt noch dazu sagen, du musst also gerade beim Inbüschen aufhängen, musst du natürlich ein bisschen aufpassen. Ein bisschen Licht muss drankommen, wenn du jetzt mit Blättern das Solarpanel aber zumachst. Aber das ist kein Problem. Dann funktioniert es nicht. Es muss nicht die direkte Sonne drauf, man kann es in Schatten machen, aber ein bisschen Spiel braucht man nach oben. Also bei uns, wir haben auch Blätter an unserem Kirschbaum, leuchten die trotzdem. Also da sind vielleicht nicht so viele Blätter drüber, aber laden sich super auf und brennen die ganze Nacht. Ja, jetzt also im Sommer, also es sind angegeben 6 Stunden Brenndauer und jetzt im Sommer ist es einfach die ganze Nacht. Es wird um 10 dunkel, um 4 wird es wieder hell. Ja. Das heißt, brennt wirklich durch und im Winter wird es halt nicht mehr ganz die ganze Nacht reichen, aber die Zeit, wo es brennt, ist das wunderschön. Genau so ist es und für 10 Euro, überlegen Sie mal, eine für 2,50 Euro, das ist geschenkt. Ich hole sie mal wieder her, dass Sie sie noch mal richtig schön betrachten können. Aber denken Sie an meinen Tipp mit dem Aufhängen. Durch diese Clips hier oben kann man die super an die Bäume hängen oder eben auch dieses Teil durch den Ast durchschieben. Oder du stellst es einfach nur auf die Terrasse. Das geht natürlich auch. Ja, wenn Sie es aufstellen, können Sie übrigens das auch einfach wegmachen, wenn Sie das stört. Ganz einfach abgeklipst und dann können Sie es so auf den Gartentisch stellen oder auf den Terrassentisch. Also hier haben Sie wirklich alle Möglichkeiten. Wunderschöne Leuchten. Sie dürfen mehrere bestellen und das würde ich bei diesem Preis definitiv auch ausnutzen, liebe Zuschauer. Rufen Sie an und bestellen Sie sich diese wunderschönen Laternen für 10 Euro. NC 66 59 und die 569. Mindestens 2 Sets. Das ist mein Tipp an Sie, Ihre Empfehlung. So 8 Lampen, das sieht fantastisch aus im Garten. Da spricht die Dekorationsexpertin also im Viererset für 10 Euro mit der NC 66 59 und der 569 und 2 Sets, dann 20 Euro. Ja, aber das Oder ist immer noch überleg mal, 8. LED-Solarleuchten für 20 Euro. Ja. Das ist Wahnsinn. Liebe Zuschauer, ganz, ganz schnell sein. Die 10x10-Show, die ist super beliebt. Das heißt, wir haben jetzt viele Zuschauer und viele werden zuschlagen. Wir haben aber immer nur ein gewisses Kontingent bei diesen tollen
tollen Shows. Vielen Dank, Diana. Das ist das letzte Produkt. Das ist das 10. von unseren 10 wunderbaren 10-Euro-Produkten. Und die habe ich jetzt ein Brillenputztuch etwa. Nein, das nicht. Ist ja schön. Hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Ja, aber es sieht erstmal ganz, ganz toll aus. Es sieht irgendwie aus wie so ein Brillenputztuch etwa. Ist es aber nicht. Es ist ultra schlank, schick designt, aber es ist eine Powerbank. Ja, und zwar Powerbank mit unglaublich viel Leistung. Wir sprechen hier von 8000 mAh. Jetzt können viele mit der Zahl eben nichts anfangen. Große Smartphones mit großen Akkus haben 2000. Tablets haben so zwischen 4.000 und 5.000. Ja. Das heißt, ein Smartphone kannst du hier mindestens viermal komplett wieder aufladen und dein Tablet zweimal. So, jetzt sehen wir hier, normalerweise brauche ich noch ein Ladekabel. Ja? Stimmt. Das brauche ich hier nicht, beziehungsweise ich brauche schon eins, aber das ist integriert. Guck mal, wenn wir hier jetzt zugreifen, da siehst du, also hier jetzt für Android, für Android betriebene Geräte, also hier der Micro USB. Und jetzt kannst du einfach dran an dein Smartphone, wo ist denn der Ladebuchse? Hier, ich habe sie dir doch hingestreckt. Ja, okay, gut. Extra hingehoben. Und jetzt, ja, siehst du, ich habe wieder 50% Trefferquote. Ich mache es immer falsch rum, jetzt aber. Das ist genial. Und jetzt lädst du auf. Ja? Powerbanks, ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die noch keine Powerbank haben. Ich könnte ohne Powerbank nicht leben. Wirklich, ganz, ganz ehrlich. Eine Powerbank, die rettet Ihnen doch in manchen Situationen wirklich ein bisschen den Hintern. Weil, also klar, wenn jetzt das Handy ausgeht, weil man gerade zu viel gespielt hat oder zu viel telefoniert hat, ist das keine Situation, wo man jetzt denkt, oh Gott, ich sterbe gleich, wenn mein Akku nicht mehr aufgeladen wird. Es gibt aber wirklich Situationen, und das sind meistens die Situationen, in denen es passiert, wo sie wirklich angewiesen sind auf ein Smartphone mit genug Akkuleistung. Zum Beispiel bei einer Autopanne. Zum Beispiel, wenn sie abgeholt werden müssen. Zum Beispiel, wenn irgendwas passiert ist und sie schnell telefonieren müssen. Dann, meistens dann, geht der Akku leer. Ja, eben. Und hier ist das kein Problem, weil ich habe ja diese Powerbank, die mir wirklich jetzt über diese Situation hinweg hilft. Aber auch wenn du lange im Zug unterwegs bist oder im Flugzeug, ja, dann spielst du ein bisschen, daddelst ein bisschen, um die Zeit zu vertreiben. Irgendwann geht natürlich die Kapazität zu Ende. Hier kannst du es wieder aufladen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie schlank das ist. Sehen Sie es? Ich habe es in der Hemdtasche. Es trägt nicht auf, es ist sehr leicht, hat aber unglaublich Kapazität. Nochmal 8000 mAh. Also Smartphones mindestens viermal. Viele haben nur 1500, das heißt tagsüber sogar sechsmal. Also überhaupt kein Problem. Hier die Ersatzenergie, und dann kannst du auch der besten Freundin, komm, ich gebe dir mal, ich habe ja so ein Powerbank dabei. Kriegst mal ein bisschen Saft von mir, ja, richtig. Doch, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also ich habe auch so eine kleine, die reicht dann für einmal aufladen, aber gerade wenn ich weiß, ich bin vielleicht mehrere Tage unterwegs, ich bin vielleicht auch ein paar Tage, sei es jetzt im Urlaub oder auch geschäftlich unterwegs, dann kann es halt oft mal sein, dass man das nicht schafft, zwischendurch mal zu laden. Dann brauchen sie eine Powerbank, und dann sollte es eine sein, die stärker ist wie 1500, 2000 mAh. Hier bekommen Sie, und das ist wahnsinnig günstig, für 10 Euro 8000 mAh. Und die ist nicht nur super praktisch, die ist auch super, super schlank. Und das haben eben wenige mit 8000 mAh. Ja, und auch noch schick designt. Also ich würde es auch sagen, in der Damenhandtasche tut sich das sehr, sehr gut. Ja. Also von den Farben her, aber auch die Herren müssen sich hiermit nicht verstecken, denke ich. Aber es ist einfach eine unglaubliche Leistungsstärke. Das wäre früher auch nicht möglich gewesen, 8000 mAh in so einer kleinen Powerbank zu unterzubringen. Ja, da waren sie mein Vielfaches größer. Mittlerweile geht es Gott sei Dank. Hier habe ich die Ersatzenergie, um mein Smartphone mindestens viermal komplett aufzuladen. Also die Reichweite meines Smartphones verfünffacht. Wahnsinn. Wahnsinn. Liebe Zuschauer, das ist ein Riesenangebot jetzt. Eine Ultra Slim Powerbank mit integriertem Micro-USB-Ladekabel. Also das müssen Sie auch nicht mehr mitschleppen. Das ist schon automatisch dabei. 8000 mAh für 10 Euro. Ja. Das ist richtig, richtig toll. Übrigens auch ein geniales Geschenk. Also über eine Powerbank freut sich doch jeder, oder? Ja, einfach mal der Frau, die immer Hilfe schreit, oh, mein Akku ist gleich leer. Bringst du das mal mit, für 10 Euro macht man nicht viel Karriere. Ja, oder auch die Nichten, die Töchter, die Enkel, ganz egal, wer es ist. Das hier wirkt Wunder, dann hören die Panikattacken auf. Ja. TX1883 und die 569 bestellen Sie jetzt unsere fantastischen Produkte aus der 10x10-Show. Viel Spaß dabei!